Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Dark Souls. 2. Ja. Ja, wir sind zurück. Und wollen jetzt hier wieder reingehen. Wir haben keinen Koop-Partner gefunden, leider. Dafür habe ich mir gedacht, was wir heute vielleicht am Anfang der Folge direkt ausprobieren werden. Ich habe nämlich das mit meinem Nahkämpfer probiert und du kannst jetzt tatsächlich runterspringen. Okay. Die habe ich übrigens noch bekämpft. So, und ab jetzt ist wieder komplett blind. Triklops Schlangenpastillen. Einfaltspinselgewürz, das könnte nützlich sein. Oh, hey, das schaut aus wie eine Schale. Gut, dann schauen wir mal, was hier weiter ist. Die Was Leiter hoch. kann das große Schlangengewürz? Schlangengewürz? Ja, oder was da ist? Einfaltspinselgewürz. Na, du hast Schlangenpastillen. Die machen irgendwie mich gegen Dunkelheit resistent, glaube ich. Okay, und hier. Keine Mimik. Auf so einer kleinen Plattform wäre das auch irgendwie scheiße. Und man findet geborstenen Augapfel und Feuersamen, okay. Schau mal hier wegen einer Wand. Scheint nicht so. Moment, ne. Und hier geht's wieder. Hupp. Und ein kleiner Abstecher. Gut, ich habe mir was Na, überlegt. vielleicht kannst du da vorne auch runterspringen. Hier. Ich Na, möchte ehrlich gesagt erstmal probieren, da weiterzumachen. Und zwar habe ich mir gedacht, was passiert. Fuck. Genau, das habe ich mal gedacht. Man kann das nämlich eventuell zerstören. Und jetzt sollten diese komischen Dinger nicht mehr kommen. Hoffe ich. Oh, Magieschild. Zauberei, glaube ich, war das. Oder es war ein Schild. Ich bin mir nicht sicher. Titanitbrocken. Oh, das ist nützlich. Da werden wir unsere Lanze bald upgraden können. Arsch. Ihr miesen Grabsteine, fickt euch. Leute sind stark. Du musst den Zaum haben, bevor der noch Ja. herkommt. So, Moment. Der kommt eh nicht zu mir. Okay. So. Aber es scheint zu Da klappen, wenn gibt's man noch die einen, gell? zerstört. Ich hoffe, die bleiben zerstört, wenn wir wiederkommen. Ah, verdammt. Ich glaube aber, die kommen unendlich. Oder man muss bei denen die Grabsteine zerstören. Und der hier am Grabstein hier steht. Geil. Drei Schläge brauchen sie. Auf was wartest Ja, du? ich hab Schlagen gedrückt, aber er hat nichts gemacht. Egal. Gut. Oh, Einfaltspinselgewürz. Verdammt, ich muss diese Grabsteine zerstören, glaube ich. Oder ist mir eigentlich wurscht, die sind so schwach. Oh. Da geht's aber auf irgendwo, das ist der Ja, Lichter. hinten ging es gerade irgendwo rauf. Da Nein, will ich nicht mich. da. Doch, in die Richtung. Nein! Doch, doch! Doch, hier! Ja, aber drüben auch. Ja, aber ich gehe erstmal Warum? hier. Das habe ich als Das. erstes gesehen. Ja, du bist feindlich. Ach, du mieses Drecksschwein. Egal. Was gibt's hier? Getrocknete Finger, okay, und glitzerndes Titanit. Kettenleuchtfeuer. Das hätte ich nicht gemacht. Nein, warum dreh dich um? So. Oh, da vorne ist wieder so eine Statue. Nein, oh! Wieso der Durchhang hat durch das Steuer und du nicht? Das ist auch ein Fehler in Nein, der Engine, nicht das wahr? ist kein Fehler.
Das ist tatsächlich ein Feature. Bin ich mir zumindest ziemlich, ziemlich sicher. Da ist noch so eine Statue. Das Problem ist, die muss ich von hinten angehen. So. Fick dich. Was bist du überhaupt? So, jetzt kannst du dich ficken. Was immer dieses Teil ist, jetzt ist es tot. So, und es hat wieder was fallen gelassen. Alter, hier ist echt actionreich. Häftlingskapuze. Hast du was deine verlorenen Punkte schon zurückgeholt? Die liegen hier irgendwo. Hier. Hier war nämlich irgendwie so ein Geist, der durch die Wand rausragt. Und hier kommt jetzt irgendwo namenloser Thronräuber, ja, so ein Invader, so ein komischer. Wieso rennst du davor und dann drehst du um? Dann kannst du ja nichts gewinnen. Du triffst ihn nicht. Haha! Der ist viel schneller wie du. Nein, der hat nur diesen einen Trick drauf. Moment. Idee. Nein. Nein, komm. Zauberstab. So. Jetzt geht's ab. Du Penner. Gut, keine Seelensperre mehr, aber der wurde besiegt. Das ist zumindest etwas. Diese Dinger kommen, glaube ich, nicht wieder. Oh! Hier ist wieder so ein komischer aus der Wand Rager. Schau nach unsichtbaren Wänden, aber. Also unsichtbar. Angreifen. Warum angreifen? Ah, du Penner. Ah, das war klar, dass daneben der Truhe auch noch einer ist. Okay. Wir haben schon länger keine Mimik mehr getroffen. Ja. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Übrigens, entschuldige, dass Avelin und schwere Bolzen. Avelin ist ein Schwert, gell? Nein. Ich zeig gleich, was ein Avelin ist. Aber tut mir leid, dass letzte Folge die Kamera nicht funktioniert hat. Da war irgendein Bug. Avelin ist... Sekunde, muss Bolzen ausrüsten. Ein Dreischuss. Was aber ziemlich unnötig ist, weil es ist relativ langsam und hat fast keine Reichweite. Zumindest in Dark Souls 1. Ich denke nicht, dass sie sich in der Hinsicht in Dark Souls 2 verbessert haben. So, vorsichtig jetzt. Okay, das schaut irgendwie beunruhigend aus. Okay. Da ist eine Wand. Da scheint eine Wand zu sein. Ja, das ist... Warte, da ist noch einer. Was? Jetzt weißt du, was das für eine Wand ist. Moment. Ja, da wirst du keine Chance haben. Du musst weg da. Ja, Du musst anders bekämpfen. Shit! Okay, einer. Ah, Moment. Wenn es einer, solange es einer ist, ist es, glaube ich, nicht so schwer. Wenn man lässt den einmal links, einmal rechts schlagen und greift dann aus der Mitte an. Hä? Entschuldigung. Ich bin da angestoßen. Ja, weil du immer dich bewegst. Ja. Das ist schlecht beim Aufnehmen. Okay. Gut. Oh Gott, der steht hier mitten im Gang. Das ist nicht so super. Das ist, glaube ich, eine der besten Taktiken. Man lockt die hierher und macht dann einmal links, einmal rechts, mittig angreifen. Oh fuck.
Oder man umrundet sie ein bisschen. Okay, umrunden ist vielleicht keine gute Idee. Ah, shit. Waffe in Gefahr. Sekunde, das haben wir gleich. Wir haben hier einiges an Reparaturpulver gekauft. Wenn ich es finde. Hier. Ja, das sollte für ein Weilchen reichen. Oh, hier. Autoritätshandschuhe. Okay. Cool. Und was bringen die? Defense. Also, was jeder Handschuh bringt. Ja, schon, aber das. Wie viel? Na, wir haben ein komplettes Set. Hier. Sind besser physisch, aber in den Elementaren deutlich schlechter und wiegen so sehr viel. Vorsicht, dass da nicht wieder wer aus der Mauer rausdeifelt. Ja, keine Sorge. Aber was ist hier? Das schaut ungemütlich aus. Falle voraus, okay. Skelett. Okay, sehe ich dein Leuchtfeuer? Wenn da Falle steht. Ich möchte hier nicht stehen. Moment. Idee. Kommt da wer? Scheinbar nicht, aber wenn da Falle steht. Ja, aber woanders geht's nicht hin. Doch, am Anfang diese. Ach, fick dich. Aha, du hast wieder so. Die Dinger, die. Musst aufpassen, gell? Okay. Streitkolben des Überheblichen. Merk dir das mal. Kommt mir jemand nach? Ne, die rennen daher nur herum. Nein, bitte. Ich erkunde hier noch ein bisschen weiter. Da musst du noch drei sein. Hier läuten Glocken. Oh, damn it! Oh, damn it! Da sind drei von denen! Ja, ich hab dir ja gesagt, da stehen noch drei drinnen. Ich weiß ja nicht, warum sie nicht gleich zerstört hat. Zieht den Hebel, dann wissen wir es eh gleich. Vielleicht passiert dann was. Gutes. Bitte lass was Gutes passieren. So, bitte lass das was Gutes sein. Weg zum Leuchtfeuer oder irgendwas. Warum schaust du? Oh, Shortcut! Hier, da habe ich vorher gesagt, kann man da vielleicht runterspringen? Hier sind wir reingegangen. Hier ist der erste Raum. Hier war dann die Nebelwand, da hinten ist das Leuchtfeuer. Mhm. Wir haben einen Shortcut. Ja. High five! Weiter. Okay. Oh. Gut, das heißt, man kann auch durchrennen. Gut, ich gehe da mal nicht hin. Das ist ein Boss. Das weiß ich jetzt schon. Einmal zerschlagen macht Holzkisten nichts. Magiestein, Mitternachtstein, also Verstärkungssteine. Ja, und ich schätze mal, wir haben zwei Möglichkeiten. A, wir springen da runter, weil das da vor allen Dingen hier halbwegs sicher ausschaut. Oder wir gehen da zurück, wo die drei Typen sind. Ja, das musst du wissen. Ich würde, was sagst du? Spring. Aber vorsichtig. Irgendwo höre ich da Schritte. Ja. Nein, Mann! Oh, keine Mimik. Schon sehr wenig. Seelengefäß. Oh, das ist für die Neuanordnung unserer Stats. Ich schaue hier gleich wegen unsichtbaren Wänden. Ich habe nur die Hoffnung, dass hier irgendwann Leuchtfeuer ist. Warum? Seele eines Helden. Okay. Ja! Leiter, aber verdammt, ihr fickt euch Leuchtfeuer. Und Totengraben. Ich wollte Grab vorlesen, es wird ja auch passen. Ja. Wir sind raus.
Sayonara, wir leveln auf. Weil die Seelen jetzt einmal zum Leuchtfeuer, zum Leucht, zu leveln, zu verarbeiten, die Seelen, ist jetzt wirklich einmal das Wichtigste. Und so kannst du gleich alle anderen Seelen jetzt einmal, wir haben wahnsinnig viel Kriegerseelen und so gekriegt. Heldenseelen haben wir einige gekriegt, ja, werden wir alle benutzen. Man kommt hier deutlich schneller zu leveln als noch in Dark Souls 1. Hier, 5 Stück haben wir davon. Wenn wir 4 nehmen, 40.000 Seelen. Ja, weitermachen, du hast noch einen gekriegt. Nicht reisen. Nein, wo habe ich noch welche gekriegt? Ja, jetzt schauen wir mal, was wir damit anfangen können. Ja, aber schauen wir mal, was ich habe gerne ein bisschen Seelen da parat, falls ich nur mehr 1000 Seelen oder so brauche, um aufzuleveln. So, ich denke mal, was nicht dreimal, schaden kann. Viermal kannst du locker aufsteigen. Einmal Intelligenz, da können wir jetzt so einen speziellen Spell einsetzen. Und ich denke mal, ein bisschen Kondi und ein bisschen Leben kann nicht schaden. So. 2400 Seelen, das ist viel angenehmer als mit 46.000 Seelen. Kannst du das Schwert aufleveln, wenn man ein Ding kriegt? Wir haben Titanitbrocken bekommen. Ich glaube aber nur einen. Ich bin nicht sicher, ob das reicht. Nein, ja, es reicht. Und jetzt brauchen wir noch 2000 Seelen, dann können wir das auch aufleveln. Okay. Dafür hebe ich mir Seelen auf. Warum habe ich jetzt nur eine verwendet? Ich habe keine Ahnung. Dafür hebe ich mir Seelen auf, damit ich dann in der Not, also wenn ich was aufleveln möchte, noch Seelen parat habe. Wie jetzt zum Beispiel. Jetzt haben wir nämlich eine Heidegroßlanze plus 10 und die macht jetzt, Sekunde, 270 plus 86, das sind 350 Schaden ungefähr, physisch, und nochmal ca. 100 Blitzschaden, das sind 450 Schaden. Das ist ganz okay, oder? Ja. Gut. Na. Ich bin jetzt, habe ich es nicht ernsthaft von Majula nach Majula teleportiert. Das werden wir gleich sehen. Ich glaube, ich hab's gemacht. Ihr könnt gleich anfangen zu lachen. Vielleicht. Hoffentlich nicht, bitte. Ja, die haben wir bekommen, die getrockneten Finger. Wenn ihr wissen wollt, spult's kurz zurück und drückt auf Stopp. Ja, und was? Die verkürzen Invasionszeiten, also nur reines Mehrspieler-Item. Hallo, wir sind wieder da. Ja, warum? Das ist der Reflex. Dreimal drücken heißt aufleveln. Okay, Gruft der Untoten, Eingang und Untotengraben. Okay. Beim Untotengraben machen wir weiter, aber ich denke, das werden wir beim nächsten Mal machen. Es war jetzt schon ziemlich aufregend, muss ich sagen. Also? Ja. Gut. Wir haben ordentlich was geschafft, denke ich mal. Und beim nächsten Mal werden wir einfach weiter erkunden. Hier gibt es scheinbar noch viel. Ich schaue mich kurz hier kurz um. Da hast du wieder so... Sind wir hier im ersten Raum? Nö. Doch, oder? Schaut so aus, ja. Schaut mir so aus. Ja, weil das sind die zerstörten... Stimmt. Aber das ist nicht schlecht, denn wir können ganz einfach hier herlaufen. Und sind dann hier wieder bei dem Shortcut. Alles gleich, werde dann ans Leuchtfeuer gehen und mich hinsetzen, damit nicht irgendwas uns angreift in der Zeit, wo ich jetzt die Verabschiedung mache. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dark Souls 2. Ciao.